Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am Freitag, dem 15. Mai 2020? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand und wir beginnen gleich mit den Zahlen. Ja, wir sind bei 3025 positiv Getesteten seit Ausbruch des Coronavirus in Thailand. Das sind 7 Personen plus seit gestern. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten gestern eine Person, vorgestern waren es 0. Und jetzt schon wieder 7. Worauf ist das zurückzuführen? Wir hatten Rückholaktionen bzw. Rückholflüge aus Pakistan. Die Thais, die zurückkommen, also nach Thailand einreisen, die müssen in Quarantäne, 14 Tage. Und da hat sich herausgestellt, dass dort eben 7 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Dann haben wir noch 2854 Personen, die das Spital bereits verlassen konnten. Noch 115 sind in Behandlung und bei den Todesopfern gab es keine Veränderung, nach wie vor 56. Dann gleich zur Nachricht des Tages, ein kleiner Rückschlag. Ich habe ja bereits berichtet, dass die Flughäfen im Inland wieder geöffnet sind, zum größten Teil. Und auch internationale Flüge wahrscheinlich bald wieder möglich sind. Das hat man zumindest angenommen, da ja auch der Flughafen in Phuket eigentlich am 15. Mai, also heute, öffnen sollte. Jedoch, da gab es jetzt gerade noch eine Verfügung, und zwar heute kam die raus von der CAAT, der Flugaufsichtsbehörde hier in Thailand, und die Öffnung des Flughafens in Phuket wurde verschoben, bzw. der Flughafen hat keine Erlaubnis gekriegt zu öffnen, obwohl das Department for Disease Control gestern bekannt gegeben hat, dass der Eröffnung des Flughafens in Phuket oder Wiedereröffnung nichts im Wege steht, rein aus solchen technischen Gründen. Aber trotzdem, ja, wie gesagt, die Flugsicherheitsbehörde möchte diesen Flughafen noch nicht öffnen und er wird im Moment weiterhin geschlossen bleiben auf unbestimmte Zeit. Eine entsprechende Verfügung dazu findet ihr bei mir auf Twitter. Auch bereits angekündigt in den letzten Videos, kommt ab dem 17. Mai, also sonntags, die Phase 2 ins Spiel und das heißt weitere Lockerungen und davon, es gab ja, ja, ich muss es so sagen, es wurde ja viel diskutiert und auch gesagt, dass Swimmingpools etc. vor allem so in den Apartment-Einrichtungen geschlossen bleiben müssen, aber dem ist nicht so. Also es ist tatsächlich so, wie ich berichtet habe in der Vergangenheit, dass Pools etc. auch öffnen können. Und es gibt auch eine Liste, was öffnen kann. Ab Sonntag geöffnet sind Fitnesscenter mit Swimmingpool, Sporteinrichtungen im Allgemeinen, wenn nicht mehr als 3 Personen diesen Sport ausüben können, also als Beispiel Tischtennis, da spielt eine Person gegen die andere, also 2 Personen, das ist möglich, Badminton etc. ist auch möglich. Im Gym selber, also Leute, die gerne Gewichte heben und, dort sind kleinere Gruppen erlaubt, das wird dann auch wahrscheinlich eine Eintrittskontrolle geben, Hände desinfizieren, Maskenpflicht, weiß ich jetzt nicht im Gym, aber theoretisch müsste man das auch. Und man kann dann vielleicht so 5 Leute oder so können ins Gym rein, können dort trainieren und wenn die dann raus sind, kommen die Nächsten. Irgendwie so denkt man sich das Ganze an und mal schauen, wie es dann auch umgesetzt wird. Ja, und es wird explizit auch erwähnt, dass Swimmingpools geöffnet sein dürfen. Was geschlossen bleiben muss, wären Boxingstadium, also Thai-Boxen, Stadions etc., dann auch so Kampfsportschulen, wo Leute hingehen, um zu trainieren, weil man dort Körperkontakt hat, wahrscheinlich aus diesem Grund. Wasserparks müssen auch geschlossen bleiben und auch so Jetski, Bananenboot fahren im Meer und. All diese Einrichtungen oder Freizeitbeschäftigungen, die sind auch nach wie vor nicht erlaubt. Dann, die thailändischen Medien berichten, dass Shopping-Malls ab Sonntag ebenfalls wieder geöffnet werden können. Sehr gute Nachricht. Und was bedeutet das? Sie dürfen geöffnet sein zwischen 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, also 20 Uhr. Und es gibt auch eine Liste, wer geöffnet haben darf.
Wir müssen uns das jetzt mal schnell anschauen. Ich finde das auch etwas speziell, dass da gesagt wird, was überhaupt in so einer Shopping Mall, in so einem Einkaufscenter überhaupt geöffnet sein darf. Aber sie schreiben da, am Sonntag öffnen, also am 17. Mai dürfen Computerläden, Buchläden, elektronische Läden, also Läden, die Elektronik verkaufen, Möbel, dann Bürozubehör, Küchenzubehör, Pflanzen, Kosmetik, Sportequipment, Auto, Wäsche, also man kann wieder sein Auto waschen gehen, Wäschereien im Allgemeinen für Kleider und auch so Baumärkte. Geschlossen bleiben müssen Cinemas, also Kinos, dann Bowling-Einrichtungen, Karaoke, dann allgemeine Parks, so Freizeitparks etc. Also ich gehe mal davon aus, das sind so wie, wie sagt man da, die Freizeitparks mit den Achterbahnen und. Dann Wasserparks natürlich auch, Zoos, Massageshops, ganz wichtig, Massagen müssen nach wie vor geschlossen bleiben. Dann, die schreiben jetzt hier auch Fitnesscenter, obwohl ich schon vorher erwähnt habe, kleinere Fitnesscenter sind geöffnet. Da handelt es sich aber wahrscheinlich um Fitnesscenter in Apartmentanlagen oder sonst eben kleinere Fitnesscenter, wo wenige Leute trainieren können. Bei den großen Fitnesscentern in den Shoppingmalls etc., die sind nach wie vor oder müssen geschlossen bleiben. Ja, dann noch ein paar andere Sachen, die wahrscheinlich nicht so wichtig sind oder wo die meisten von euch nicht wirklich sehr daran interessiert sind, dass ich die jetzt hier auch noch aufzähle. Dann eine Lockerung, die berichtet wird von den thailändischen Medien, und das wäre, die nächtliche Ausgangssperre wird etwas gelockert, nicht wirklich viel, nur eine Stunde verkürzt. Und zwar war sie ja bis anhin 22 Uhr bis 04.00 Uhr und neu ab Sonntag, 17. Mai, ist die nächtliche Ausgangssperre von 23 Uhr bis 04.00 Uhr. Also eine Stunde länger kann man sich draußen aufhalten abends. Ja, dann noch was zu den Schulen in Thailand. Und eigentlich hätten die ja diese Woche wieder geöffnet nach der Sommerpause. Doch aufgrund der Covid-19-Situation wurde ja auch das Ganze auf Online-Unterricht umgestellt. Und man hat jetzt ein definitives Datum, wann die Schulen in Thailand wieder öffnen sollten, landesweit, und das ist der 1. Juli. Also man kann damit rechnen, dass die Kinder ab dem 1. Juli wieder in die Schule gehen können. Dann zwischendrin noch schnell was zu den Verkehrsunfällen in Thailand. Da steigen die Zahlen wieder extrem an, und das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Leute wieder etwas mehr unterwegs sind, nachdem die Corona Situation langsam wieder etwas gelockert wird, also die Massnahmen. Wir hatten gestern 4 Ausländer, die gestorben sind im Straßenverkehr, und 41 Thailänder. Davon sind 37 Menschen mit einem Motorrad oder einem Roller im Verkehr ums Leben gekommen. Dann noch was zum Reisen innerhalb von Thailand, und hier war ich jetzt auch in den letzten Tagen jeden Tag unterwegs, mehrere Stunden, auch provinzübergreifend, und ich konnte feststellen, dass vor allem hier in den Provinzen rund um Bangkok, auch Richtung Süden runter, Phetchaburi, Prachuap, Kirikan etc. und natürlich auch Bangkok, die Kontrollen, die Checkpoints teilweise, also sie sind immer noch besetzt, aber die Kontrollen werden nicht mehr so extrem oder genau durchgeführt wie vor ein paar Wochen. Also man kann hier schon auch sehen, dass man sich mittlerweile problemlos bewegen kann, auch wenn man angehalten wird. Es wird Fieber gemessen und es wird nicht mehr wirklich nach einem Grund gefragt, warum dass man in eine andere Provinz reisen möchte. Also in dieser Region hier ist das im Moment wirklich sehr unproblematisch. Ja, auch der öffentliche Verkehr ist natürlich bei weitem nicht so, wie er vorher war. Also es gibt noch massive Einschränkungen. Ich war gestern in Hua Hin und habe gesehen, dass zum Beispiel auch der Bus, der VIP-Bus, der normalerweise vom Flughafen direkt nach Hua Hin fährt und wieder zurück, dass diese Bushaltestelle oder dieses Unternehmen nach wie vor geschlossen hat. Gut, es gibt auch noch keine Touristen, die nach Thailand einreisen. Aber wenn man jetzt vergleicht, in Europa gibt es bereits Fluggesellschaften, die angekündigt haben, im nächsten Monat wieder Flüge aufzunehmen in Europa.
Und von Thailand hört man im Moment noch gar nichts. Es gibt nach wie vor sehr viele Ausländer, die in Thailand leben, die irgendwo im Ausland gestrandet sind. Und auch da hat man noch gar nichts gehört, wie man die zurückholt. Im Moment laufen nach wie vor die Rückholaktionen der Thailänder. Man hat fast alle zwei, drei Tage Thailänder, die in Thailand einreisen. Und ich denke, man fokussiert sich im Moment zuerst auf die Thais. Man muss ja die auch alle in Quarantäne nehmen. Ihr habt es gehört am Anfang des Videos. Die positiv Getesteten sind meistens Rückkehrer aus dem Ausland. Und ich denke nicht, dass wir schon im nächsten Monat oder im übernächsten Monat einen internationalen Reiseverkehr wieder haben in Thailand. Für das geht mir im Moment alles viel zu langsam. Die Öffnung ist zu langsam. Wir haben immer noch eine nächtliche Ausgangssperre, die jetzt nur um eine weitere Stunde gelockert wurde. Also es braucht aus meiner Sicht schon noch ziemlich viel, bis Thailand wieder komplett öffnet für den Tourismus. Es ist schwierig abzuschätzen, wie lange es noch dauern kann, aber ich denke jetzt auch diejenigen, die schreiben und fragen, ja, kann ich im August schon nach Thailand reisen, soll ich jetzt schon buchen? Ich bleibe nach wie vor bei meiner Aussage vom Livestream, welche ich am letzten Sonntag getätigt habe, wo ich gesagt habe, ich rechne frühestens mit Reisen nach Thailand für Touristen irgendwann im letzten Quartal dieses Jahres. Ich kann mich natürlich auch irren. Ich hoffe, dass ich mich irre, damit ihr so schnell wie möglich wieder nach Thailand reisen könnt. Dann haben wir am Sonntag noch einen Livestream, wie immer. Ich habe aber für diesen Livestream noch kein Thema. Also, liebe Community, schreibt es doch unten in die Kommentare, wenn ihr irgendein Thema habt, über welches ihr Informationen wollt oder über welches ihr reden möchtet, dann kann ich das gerne aufnehmen. Okay, ich hoffe, das Video war hilfreich. Dann sehen wir uns morgen wieder im nächsten Video oder dann Sonntag wieder im Livestream um 11 Uhr europäische Zeit und 16 Uhr in Thailand. Bis dann, bleibt gesund. Tschüss aus Thailand.